Mit 6:1 im Viertelfinale gegen die Slowakei gewann. Und hier in Führung geht Tor durch Conor McMichael. Eine Minute 49 Sekunden auf der Uhr. Und die Führung für Kanada. Vierter Treffer von Conor McMichael an dieser Weltmeisterschaft. Hier mal zuerst der Schuss schon von ihm. Hatte Anunen keine Probleme. Anders sieht es dann beim zweiten Versuch aus. Ich glaube, da war Toni Uttunen mit dem Stock dran, dass er die Scheibe eben dann McMichael. Hayton. Und herrlich gespielt, Lafreniere, Tor 2-0. Was für eine Ahornshow hier in diesen ersten drei Minuten. Das begann hier mit dem Stolperer in der eigenen Zone. Und dann klasse Stockarbeit von Alexis Lafreniere. Zusammen mit Nolan Foot. Dann Drysdale. Noch einmal Tor. 3-0. Jamie Drysdale trocknet die Finnen ab. Und wir sind in der vierten Spielminute. Also wir sind noch immer in der vierten Spielminute, so muss ich sagen. Hier kurz unübersichtlich das Ganze. Dann von Lavoie die Scheibe zu Drysdale. Der bekommt Platz und Zeit und erzielt hier das 3:0. Noch durch alle durch bei den Fehlern und dann dieser Lapsus von Justus Anunen. Ty Dellandrea. In der 15. Spielminute. Da war eigentlich, aber eben nur eigentlich, alles unter Kontrolle. Spielt da die Scheibe von hinter dem Tor nach vorne und Justus Anunen schenkt den Kanadiern das vierte Tor. Was das für Justus Anunen? Weiter die Kanadier und das ist jetzt aber das 5:0. 38. Spielminute. Alexis Lafreniere zum Zweiten. Rocking around the maple tree. Hier in der Ostrava Arena. Das Dutzend also ist voll. 12. Powerplay-Tor der Kanadier an diesem Turnier.